wir mal ganz mit einer Einleitung beginnen, dass Sie sich kurz vorstellen, Ihren Namen, woher Sie kommen und dass Sie uns ganz kurz Ihren Lebensweg skizzieren. Ja, ich bin die Frau Schaumig aus Vorau, Jahrgang 1937, geboren und aufgewachsen in Friedberg. Mein Lebenslauf, naja, Volksschule, Hauptschule, dann landwirtschaftliche Lehre mit Abschluss einer Gesellenprüfung, dann eine Fachschule in Altgrottenhof, dann Bitzelstetten, die höhere Bundeslehranstalt, Abschluss mit Matura, da haben wir nächste Woche unser 55-jähriges Matura-Treffen in Salzburg. Möchte nur kurz erwähnen, und ich war dann, also nach der Matura noch in Wien am Pädagogium und zum Schluss, also meine erste Anstellung war dann im Schloss Stein auf 3 Jahre, Heirat und dann Übersiedlung nach Vorau und seit damals 1962 war das, sind wir in Vorau wohnhaft. Ich war dort an der Schule in der St. Martiner Haushaltungsschule. Zuerst war es die Berufsschule und dann umgewandelt worden in eine Haushaltungsschule und bis zum Jahr 1980. Dann bin ich aus dem Dienst ausgeschieden, aus familiären Gründen. Danke. Frau Kahner, würden Sie uns auch ganz kurz erzählen, wo Sie geboren sind, wo Sie aufgewachsen sind, gelebt haben? Darf ich bitten, dass das Mikrofon... Ich bin die Kahner und bin in Kalch geboren und habe dann im Jahr 49 nach Osterfarik geheiratet und habe dort 5 Kinder geboren. Und dann haben wir halt einen Krieg erlebt und so weiter. 1945 Krieg erlebt und wie die Russen gekommen sind, haben wir halt alles durchgemacht. Das war's. Ja, wie waren bei euch die Lebensmittelversorgung zu Kriegsende? Ja, das war auch ein bisschen schlimm. Wir hatten also das viele Sachen abliefern, ne? Man hat auch wenig gehabt, nur viele Sachen, was wir versteckt haben, haben wir gehabt, ne? Und so, das war halt schlimm. Und dann sind oft immer Frauen kommen von Graz mit Wäsche und Sachen und die haben, also die sind gekommen, Hamstern, nicht? Hamstern hat man gesagt, nicht? Da hat die Mutter immer Speck oder sowas gegeben und wir haben dafür Bettwäsche und solche Sachen gekriegt, was wir nicht gehabt haben. So war die Zeit damals auch. Haben Sie Hunger gelitten? Nein, eigentlich nicht. Wir im Bauernhof nicht. Man hat die selber Sachen angebaut gehabt, was wir zum Essen haben gehabt. Das hat schon gepasst. Aber viele Sachen hat man mir abliefern. Ja. Was ja. Überfluss war, hat man mir weg. Man hat nur das gehalten dürfen, was man halt gebraucht hat, nicht zum Leben. Das war's. Unsere Familie waren damals 6, also 5 Kinder. Und wir haben auch eine kleine Landwirtschaft betrieben mit 3,5 Hektar. Also es war halt gerade zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und es waren immer viele Vorschriften auch bezüglich Abliefern. Ich denke da also, die Milch hat müssen abgeliefert werden, tagtäglich eine gewisse Menge, gleichgültig ob jetzt
von zwei Kühe eine trocken gestanden ist, das hat immer müssen durchgehen. Und wir haben dann schon sehr oft an Milchmangel im eigenen Haus gelitten. Da hat es zum Frühstück zum Beispiel keinen Kaffee gegeben oder sowas, sondern nur eine Eindringsuppe. Und fallweise auch eine Rahmsuppe. Ja. Eier waren ganz eine Kostbarkeit. Die sind so sparsam verwendet worden, weil sie einerseits abgeliefert werden haben müssen und andererseits, was noch ein bisschen locker geworden ist, dass man da ein bisschen ein Bargeld gehabt hat. Und wenn wir als Kinder im Sommer Nest gefunden haben mit 10, 12 Eier oder so, das war natürlich eine große Überraschung und eine Freude, weil die Hühner haben ja oft irgendwo unterm Dach, beim Stroh und im Heu das Nest versteckt. Da sind wir nicht immer hinkommen. Die haben sich dann oft verraten, wenn sie schon angefangen haben zum Broten drauf. Und wenn wir so ein Gelege haben, der Mutter braucht, dann haben wir halt meistens eine Eierspeis als Belohnung gekriegt. Aber das hat dann müssen zu einer bestimmten Zeit sein, wenn nicht alle Geschwister da waren, weil sonst hätten alle Eierspeis wollen. Und das hat es nicht, das war nicht drinnen, das hat es nicht getragen. Da war das einfach zu knapp. Bezüglich Versorgung, ich habe eine Frage zum Geld. Wie haben Sie die Inflation erlebt, als das Geld plötzlich auch an Wert verloren hat? Hat sich das auf die Familie besonders ausgewirkt? Das kann ich jetzt eigentlich weniger beantworten. Da bin ich fast zu jung. Ja. Frau Kana, haben Sie daran eine Erinnerung? Ja, wir haben eigentlich kein Geld gekriegt, so weit nicht. Wir haben daheim gearbeitet, wir haben kein Geld gekriegt für die Eltern. Aber wir haben es nicht viel kaufen können. Mhm. Hat nicht viel was gegeben, das war alles klug. Naja. Wie groß war das Ausmaß der Zerstörung in Ihrem Ort? Wie groß war das Ausmaß der Zerstörung in Ihrem Ort? Waren Sie selber von Bombenschäden betroffen? Nein, eigentlich nicht. Bombenschäden kann ich eigentlich nicht sagen. Haben Sie es in einer anderen Ortschaft beobachtet? Ja, in Prebuch ist ein Bomben gefallen. Das, ja, da sind zwei Männer umgekommen dabei. Ein Bombenanschlag. Das war super. Wir sind halt schauen gegangen einmal, da sind die drin, wo wir da umgehen, nicht? Weil die Banken voll ist. Aber sonst, das war's. Ab wann haben Sie wieder von einem normalen Alltag sprechen können, nach Kriegsende? Wie haben Sie den Alltag insgesamt erlebt? Ja, das ist so. Wie halt die Leute dann nachher geredet haben durcheinander, nicht? So halt. Wie es war und was gewesen ist und was alles gekommen ist. Und hoffentlich erleben wir sowas nicht mehr, haben wir gesagt, nicht? Es war alles mehr schrecklich. Ab wann ist dann wieder Alltag eingekehrt? Ab wann ist wieder Alltag eingekehrt bei Ihnen? Ja, wie alles vorbei war, wie der ganze Trubel vorbei war, das ganze schlechte Erleben, dann war es wieder lustiger für die Leute, nicht? Dann haben sie bei den Nachbarn wieder auf der Musik gemacht oder was, zur Unterhaltung, dann ist es wieder weitergegangen, nicht? Die schlimmen Zeiten vorbei waren. Ja. Bei Ihnen, Frau Schaunig? Ja,
bezüglich Bomben haben wir schon auch erlebt. Einen Abwurf, das war ein Notabwurf im Binkertal. Da ist eine Schmiede getroffen worden. Das kann ich mir noch gut erinnern. Und mein Bruder hat mir jetzt kürzlich erst wieder erzählt, wir waren also zu Allerheiligen beisammen, dass er bis zu seinem 40. Lebensjahr noch immer ein Trauma gehabt hat in dieser Form, dass er, also wenn er die Flieger gehört hat und Geschütze, dann das ist ihm immer wieder hochgestiegen. Mhm. Also das hat er sehr, sehr lange nicht verarbeitet. Also ich habe das weniger in der Form registriert. Also, aber wir sind sehr viel in meiner Schulzeit. Ich bin also erste und zweite Volksschulklasse im Krieg in die Schule gegangen. Da war halt beinahe jeden Tag Fliegeralarm. So gegen 10, 11 Vormittag ist die Sirene gegangen und dann hat es geheißen zusammenpacken. Zuerst waren wir im Schulkeller und später dann waren wir in Bunkern. Einer war in Schulnähe und der zweite war, da haben wir müssen durch den ganzen Ort durchgehen. Aber das, ja, und da sind wir oft stundenlang drinnen gewesen in diesem Bunker. Viele, viele Leute. Und die zweite Volksschulklasse, also ab Ostern, war dann kein Unterricht mehr, weil eben die Russen gekommen sind. Und das ist dann im, ich glaube, fast Mitte Juli oder eher schon August, war dann ein Notunterricht, könnte man sagen. In Friedberg hat es damals zwei Volksschulen gegeben, eine für die Mädchen, eine eigene, und eine eigene für die Buben. Und die Mädchenschule war aber dann nicht verwendbar. Wir sind dann in der Burmschule in die Schule gegangen. Und ja, und vielleicht noch eines, ich kann mich auch erinnern, wie wir im Herbst, es muss 44 gewesen sein, Erdäpfel geglaubt haben am Acker, sind Tiefflieger gekommen. Und da sind wir dann geflüchtet unter eine Obstbaumgruppe. Also das war eigentlich sehr schlimm. Es ist zum Glück niemand verletzt worden. Wie haben Sie als Kind damals die Eltern, beziehungsweise die Mutter wird ja da gewesen sein, erlebt? Haben Sie die Sorgen und die Ängste der Eltern mitbekommen? Oh ja, das hat man schon mitbekommen. Oh ja, weil der tägliche Überlebenskampf, wie versorge ich meine Familie? Es ist ja, Lebensmittel hat es ja nur auf Marken zu kaufen gegeben. Und das weiß ich wohl, dass man da immer Not, also bei uns war schon eher Schmalkost, denn unser Betrieb ist ein und für sich zu klein gewesen, um da jetzt großzügig die Familie hätte versorgen können, weil daneben ja noch eben das Abliefern wichtig war. Mhm. Auch Eier und Milch ist abgeliefert worden, in erster Linie. Beim Fleisch, das weiß ich eigentlich nicht, ob wir am Schweindl abliefern müssen. Das könnte ich jetzt nicht sagen. Aber Milch und Eier schon. Mhm. Und ja, Zucker haben wir gekocht oder gewonnen aus der Zuckerrübe zum Teil. Kaffee haben wir die Gersten geröstet. Die Gerstenkörner und dann selber gemahlen. Ja, man hat halt müssen schauen, dass man sich behilft. Brot ist selbst gebacken worden, aber das Mehl war von keiner guten Qualität. Meistens ist es Rindholz gewesen.
Das heißt, es hat sich, und speckig ist es oft worden, obwohl es die Mutter sicher gewissenhaft gemacht hat, dass also eine speckige Unterteil war und dann war ein Hohlraum und dann war die Rinden oben. Aber das frisch gebackene Brot war immer gut. Und die Hauptjausen, die ich mit und meine Geschwister in die Schule mitbekommen haben, war Schmalzbrot. Schmalzbrot. Und das haben wir dann oft getauscht in der Schule. Den anderen war es recht, denen, also die das nicht gehabt haben und die haben dann meistens auch Bäckerbrot gehabt und die, wir haben halt das selbstgebackene Brot gehabt und das ist dann hin und her gegangen. Welche Erinnerungen haben Sie an die Besatzungssoldaten? Keine gar so guten. Wir haben Soldaten im Haus einquartiert gehabt. Zuerst waren deutsche Soldaten in unserem Haus. Die haben die Aufgabe gehabt, also mein Elternhaus steht in unmittelbarer Nachbarschaft zur Eisenbahn. Da geht also die Aspangbahn durch. Also unser Haus steht zwischen dem Friedberger und dem Bingauer Bahnhof. Und die Aufgabe war, für die deutschen Soldaten die Viadukte und die Eisenbahn zu verteidigen und haben in unserem Obstgarten Schützengräben graben. Ich glaube, es waren 4 Schützengräben. So, Meter tief. Sie als Herren müssten das besser wissen. Also, ich glaube, 1 Meter tief circa, ja. Halb Meter breit und ich glaube 2 Meter lang oder sowas. Ja, also die waren im Obstgarten und dafür waren die Deutschen, ich glaube es waren 4 Soldaten und die haben auch einen jungen Hund gehabt, eine Kreuzung zwischen einem Schäfer und einer Dogge. Die haben es dann bei uns lassen. Die deutschen Soldaten haben die Aufgabe gehabt, wie die Russen gekommen sind, also die Eisenbahn dort zu verteidigen. Wir haben flüchten müssen. Die ganze Familie haben hier eingespannt. Mit dem Heuwagen sind wir gefahren. Im Duch und Bezug haben wir allerhand eingefasst. Und so sind wir dann losgefahren. Und die deutschen Soldaten haben noch gesagt, da haben wir auch, also so wie da die Wiener Strecke gehabt in unserem Haus, macht bitte schön die Innenfenster alle auf, denn wenn also geschossen wird, dann bleiben die ganz und das war so. Also es sind Durchschüsse gewesen durch die Scheiben, aber die Innenflügel sind unbeschädigt geblieben. Und Glas war eine große Kostbarkeit, das dann zu ersetzen. Und vielleicht noch, das ist ein bisschen noch vorher, es war immer Verdunkelungspflicht. Ich weiß nicht, ob Sie sich da erinnern können, an die Verdunkelungspflicht. Während des Krieges war Verdunkelungspflicht. Da haben wir dann so große Rahmen gehabt, so Holzrahmen, Leisten. Da war schwarzes Papier draufgenagelt und das ist immer am Abend zu die Fenster zugestellt worden. Damit eben kein Licht. Wenn die Flieger? Wenn die Flieger, wegen, ja, hauptsächlich. So, damit man. Waren also, uns nicht so. Ja, weil das war vielleicht mehr Streusiedlung. Da ist nicht so. Aber in meinem Fall, ich bin am Ortsrand der Stadt Friedberg und da war das recht. Also ist auch immer wieder kontrolliert worden. Natürlich vorkommen, dass dann das Papier mal eingerissen ist. Und das war schlimm, wenn das nicht gleich repariert worden ist. Und ich erinnere mich daran, wie die Russen dann gekommen sind. An dem ersten Abend haben sie also sofort beanstandet, es ist also noch nicht verdunkelt. Dabei haben wir überhaupt keinen Strom gehabt, es war ja alles zerstört.
ohne Strom und wir haben nur Kerzenfunzeln und Petroleumlicht gehabt. Und die haben also uns verständlich gemacht, die Russen, der Feind sieht uns. Was mir irgendwo in Erinnerung geblieben ist, als prägend, weil man gedacht hat, das gibt es ja nicht, dass uns der Feind sieht, weil man so ein Funzen von einem Licht hat.